Wir können einen Status Quo herbeiführen. Ihre Flottenstärke ist im Vergleich zu unserer unterlegen. Ach komm, das kriegen wir hin. Kriegsziele durchsetzen werden wir nicht schaffen wegen der Sternenbasen, aber wir müssen diese hier zurückerobern. Rumpfstärke, Korvetten. Ja, komm. Wir können uns leisten, drei Schiffe zu bauen. Wir haben doch jetzt Kreuzer. Und zwar die neue Centurion-Klasse. Dann bauen wir welche von denen. So einfach kann es gehen. Breitseitenbug, Breitseitenkern. Das ist alles in Ordnung. 6 M-Slots, okay. Plasmawerfer haben wir bald eh bessere. So, das machen wir relativ ausgeglichen. Eigentlich kann ich sogar. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, den besseren Reaktor zu nehmen. Hier kann ich nur Reaktorverstärker reinpacken. Es gibt uns 18 Legierungen pro Schiff. Ja, wir lassen es so. Und dann können wir nämlich hingehen. Moment, wir waren bei 38. Das ist echt wenig. Was kostet der Bau von so einem Kreuzer? 599. Mal sehen, ob diese neuen Kriegsschiffe uns was bringen. Haben wir verfügbare Jobs? Wir haben nicht genug Wohnungen. Wir setzen das durch einen Stadtdistrikt. Und dann bauen wir eine Fabrik für Konsumgüter, damit wir da nicht so ein großes Defizit haben. Enemy presence exposed. Das gefällt mir nicht. Construction complete. Construction complete. Moment, hä? Ach doch, ja. Die Kolonie gehört noch uns, aber bekommen wir noch die Rohstoffe? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ich war noch nicht groß in der Position, dass Kolonien von mir erobert wurden. Das ist mir, wenn, sehr früh im Spiel passiert und selbst da habe ich mich immer noch von erholen können. Pass auf, die erste Zenturie fliegt dann hier rüber. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Wikinger erholen. Monate, wir sind bei Harmonie. Enemy presence. Bollwerk der Harmonie, das bräuchten wir. So, und die brauchen eine Reparatur.
Wo ist Cecilia? Cecilia hat Unruhe. Enemy presence exposed. Ja, weil sie keine Jobs haben. Aber das ändert sich ja zum Glück gleich. Construction complete. So, seid ihr immer noch auf der Flucht? Ja, sind sie. Attacking enemy assets. Plasma-Beschleuniger haben wir noch nicht, sonst könnte ich die aufrüsten. Aber die sind wieder da. Soll mir recht sein. Tactical Retreat. Enemy presence exposed. Ich habe kein Forschungsschiff in der Nähe. Das können wir nicht zulassen. Enemy presence exposed. Zum Tuban-System. Wo ist das Tuban-System? Ah ja. Viel Spaß. Attacking enemy vessels. Also mein Vorteil ist, dass die KI das mit der Kriegsführung noch nicht so richtig raus hat. So, irgendwo ist jetzt gerade eine Flotte. Ach ja, hier. Das können wir mal gerade verbessern. Rumpfstärke Korvetten, das bringt doch schon mal was. Synthetische Kristallanlage, Baukostenzerstörer. Wetterkontrollsysteme sind, glaube ich, eine Vorstufe zu den Antigravitationsdingern. Die brauchen wir dann für die Ecumenopolis. Construction complete. Enemy presence exposed. Wo wollt ihr hin? Construction complete. Ihr wollt dahin. Ja gut, soll mir recht sein. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, diese Systeme zurückzuerobern, dann können wir diesen Krieg zu unseren Gunsten beenden. Mon Kadir, Sablisur.
Ihre Flottenstärke ist erbärmlich. Ja, die schicken ja auch immer einzelne Schiffe in meine Sternbasen rein und wundern sich dann, dass das nicht funktioniert. Verbundenheit. Construction. Anführung Lebensdauer. Kann ich? Wo sind meine Sektoren? Der Kernsektor hat nämlich keinen Gouverneur. Da können wir vielleicht auch noch ein paar Rohstoffe rausholen. Das halte ich für eine Lüge. Ich traue dem Spiel nicht mehr, was das angeht. Wie sieht's hier aus? Ich habe noch ein flüchtiges Teilchen. Wunderbar. Ich habe nicht groß die Mineralien. Das ist das Problem. Deshalb weiß ich gerade offen gesagt nicht. Konsumgüter habe ich auch nicht rumliegen. Ich kann aber, da brauche ich aber mehr. Da brauche ich mehr Geld zu. Dann kann ich nämlich von hier aus welche rüberschieben. Umsiedeln. Sizilia. So, jetzt habt ihr niedrige Stabilität, aber das ist mir gerade egal. Construction complete. Habe ich Einfluss? Nein. Also ich habe Einfluss, aber ich habe nichts, worauf ich es benutzen könnte. Pass auf, ich kann sowieso im Moment nicht groß etwas machen, um meine Sternenbasen zurückzuerobern, aber ich kann Ansprüche stellen. Das heißt, wir erobern die Systeme und dann können wir die Wikinger für einen zukünftigen Krieg schwächen. Hulks vivisected. Technology secured. Das haben wir jetzt auch. Resortwelt ausrufen. Nahrung. Nahrungsverarbeitungszentrum. Das ist, denke ich, das Beste. Nahrung ist gerade relativ wertvoll. Enemy presence exposed. Hulks vivisected.
Das dauert noch. Also denke ich das nur, oder laden sich die Schilde nicht mehr auf, wenn sie in dem System waren. Tactical retreat. Technology secured. Zeigt uns eure Waren. Für den sehr, sehr geringen Preis von 1200 Legierung kriegen wir Etagenbetten. Verpisst euch. Wieso laden sich die Schilde nicht wieder auf? Meine Fresse, Paradox. Kriegt ihr es auch nochmal hin, einen Patch zu machen, der nicht wieder alles kaputt macht? Mit 31, fortschrittliche Schilde. Enemy presence exposed. Construction complete. Munkadir, Sablisur. Sind immer noch erbärmlich. Als ob das was Neues wäre. Na, die Station hier können sie gerne behalten. Enemy presence exposed. Construction complete. Ich find's echt toll, wie sich die Schilde einfach nicht aufladen. Enemy presence exposed. Construction complete. Also wenn es so läuft, kann ich auch direkt auf Schilde verzichten, weil alles, was hier durchfliegt, sie dauerhaft verlieren wird. Aber ihre Waffen sind auch gegen Panzerung gut. Enemy presence exposed. Wo ist Klasse 1? Das ist Klasse 2. Ihr könnt euch mal verbinden.
Das ist die zweite Zenturie. Das heißt, die braucht auch mal ein Schiff. Noch ein Anspruch. Technology secured. Wir wissen noch immer nicht, wohin das Wurmloch hier führt. Aber ich glaube, zu den Ägyptern habe ich irgendwie im Kopf, dass das hier irgendwo führt. Dark Tribe hat Troja den Krieg erklärt. Ja, tschüss Troja. Ich glaube, von denen können wir uns verabschieden. Unsere neuen Plasmawaffen sind fertig. Produktion, Forschungsstation, erweiterte Gefechtsrollen. Ja. Dann können wir nämlich jetzt S92, 384 und für M. Ja. Ein Schiff dieser Vorlage findet sich bereits im Bau. Wunderbar. Das heißt, wir können das jetzt auch gerade nicht aufrüsten. Technology secured. So, bevor irgendeiner auf die glorreiche Idee kommt, hier durchzufliegen. Construction. Im Moment geht es ziemlich hin und her, ohne dass wir irgendwas erreichen. Das ist das Problem. Baugeschwindigkeit Kreuzer. Mit Baukosten Kreuzer. Ja, bitte. Wir haben echt zu wenig Legierungen, als dass wir uns das leisten könnten. Kadir, 75% gefällt mir nicht. Gefällt mir wirklich nicht. Zielcomputer, Verteidigungsnetz, Hyperraumanweiser. Wie lange dauert mein Frieden mit den... Okay. Mein Frieden mit dem Rikikiti dauert gar nicht mehr. Das ist gut zu wissen. Wie stark ist diese Station denn jetzt? 7,3... Es kommt noch eine Geschützbatterie hinzu. Secured. Genmanipulation. Staatselement-Slots. Oder synthetische Gedankenmuster. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, mehr Rohstoffe zu haben. Enemy presence exposed. Wo fliegt ihr jetzt hin? Rantemari-System. Enemy has declared war. Ja, so viel dazu. Also wenn ich diese Station hier halten kann, habe ich eigentlich schon viel erreicht. Zielcomputer. Enemy presence exposed. Enemy presence exposed. Ach, jetzt holen die sich das auch noch. Das nervt langsam. Die Flotte hier wird aufgerüstet.
vessels upgraded. 4,8. Ich überlege gerade echt, ob wir nicht auf voll auf Panzerung gehen sollen, weil Schilde, die nicht da sind, bringen uns auch nichts. Also in dem Sinn habe ich eigentlich keine Wahl. Das ist nicht das, was ich wollte, aber was soll ich machen? Wenn meine Schilde jedes Mal weg sind, wenn ich hier durchfliege, dann verzichte ich eben auf die. Enemy presence exposed. Zeigt uns eure Waren. Immer noch die Etagenbetten. Geht weg. Na komm, holt die Flotte ein. Das System können die von mir aus gerne haben. Vessels upgraded. Okay, die holen sich erst das. Das eine System werde ich aber dann downgraden. Enemy presence exposed. Ich schenke denen garantiert keine voll ausgebaute Sternenbasis. Das ist die zweite Zenturie. Die zweite Zenturie kann dann eben noch zwei Kreuzer haben. Die sind geupgradet. Munkadir, unterlegen. Ja, jetzt auf einmal haben sie wieder eine Flotte. Enemy presence exposed. Ich will einfach nur Limes wieder haben. Limes und Asviri. Ablapus können sie von mir aus behalten. Sojun? Wo ist Sojun? So, auf dann erobert das zurück, das zurück. Wenn ich es schaffe, beide Flotten hier zu vereinen, kann ich was reißen. Ich habe immer noch viel zu wenig an Mineralien. Aber auch Chrom groß andere Sachen zu bauen, ist eh Quatsch, wenn daraus eine Ekumenopolis werden soll. Construction complete. Genau, die fliegen dadurch. Das ist schon mal ganz sinnvoll. Rante Mario? Oh, ernsthaft? Die haben echt keinen Anspruch auf Limes erhoben. Okay, ja. Dann nehmen wir die beiden Systeme zurück. Und dann kriegen wir das hier automatisch zurück. Enemy presence. Wie gesagt, die hier können sie behalten. Dann baue ich einfach hier eine neue Sternenbasis. Ja, das ist natürlich wieder sehr professionell. Tactical retreat. Oder? Soll ich es riskieren, hier die... Nee, ich kann es nicht rechtzeitig upgraden. Das wäre es ja noch. Wir holen uns die Station hier zurück. Ganz ehrlich, ich bin nicht bereit, hier gerade weitere Zugeständnisse zu machen. Mit beiden Flotten kann ich das schaffen. Friedensangebot. Munkadir Sablisur.
Aber ganz ehrlich, wenn das echte Siedler wäre, wären wir schon längst in einer Abwärtsspirale nach so einem Krieg. Das mag ich halt an Stellaris. Es sieht manchmal zwar ziemlich schlecht aus, aber dann ist es meistens gar nicht so schlimm. So, die Flotte haben sie schon mal an meine Sternenbasis verloren. Construction complete. Dann kann ich nämlich die Sternenbasis hier herabstufen oder zum Handelsknoten machen. Kann ich? Habe ich die erforscht? Nein, ne? Ich habe keine Handelszentren erforscht, aber das ist nicht schlimm. ...4,6. Das ist 3,1 und das sind 5,2. Danach gucke ich, dass ich Habitate baue. Produktionsziele, ja bitte. Netzüberlastung, was? Das ist nicht gut.